im Rahmen der Lektion Entwicklung des Konsumentenverhaltens bzw. Entwicklung der Konsumentenverhaltensforschung wurden Sie bereits mit dem Schlagwort des Marktwandels konfrontiert. Aber was steckt dahinter? Durch die immer weiter fortschreitende Industrialisierung, Globalisierung und Technisierung, einhergehend mit der Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren, wandeln sich die Märkte weg von Verkäufermärkten hin zu Käufermärkten. Während bei einem Verkäufermarkt die Nachfrage das Angebot übersteigt, sowie die Erweiterung der Produktion sowie die Ressourcenbeschaffung im Vordergrund steht, übersteigt bei einem Käufermarkt das Angebot die Nachfrage und der Absatz spielt die entscheidende Rolle. Und diese Entwicklung weg von den Verkäufermärkten hin zu den Käufermärkten wird als der Marktwandel bezeichnet. Dieser Wandel ist vor allem darin begründet, dass heutzutage das Angebot die Nachfrage übersteigt und durch neue Markteintritte, austauschbare Produkte sowie die vereinfachte Möglichkeit, weltweit zu verkaufen, der Marktdruck enorm zunimmt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die letzten beiden Jahrzehnte sehr stark durch die Digitalisierung und die Automatisierung getrieben sind. Unabhängig von der Branche, in welcher Sie tätig sind, führt dies dann dazu, dass die Wettbewerbssituation und der Druck, sich als Unternehmen zu behaupten, von Tag zu Tag zunimmt. Speziell durch die laufend verbesserte Verfügbarkeit und Performance des Internets sowie zahlreicher neuer technologischen Entwicklungen hat sich in vielen Branchen der Marktanteil von ehemaligen Big Playern hin zu sogenannten Startups oder teilweise heutzutage ehemaligen Startups verlagert. Wenn Sie hier zum Beispiel nur an Amazon oder Zalando denken. Damit einhergehend hat sich dann in weiterer Folge auch das Verhalten der Konsumenten sehr, sehr stark verändert. Und wenn es einem Unternehmen jetzt nicht gelingt, sich auf diese neuen Marktbedingungen einzustellen und seine Marketingmaßnahmen bzw. seine Kommunikationsmaßnahmen dementsprechend an das Verhalten seiner Konsumenten anzupassen, dann wird dieses Unternehmen früher oder später vom Markt verschwinden. Und um sich als Unternehmen letztendlich behaupten zu können, ist es also unumgänglich, sich mit dem Verhalten der Konsumenten zu beschäftigen und dieses auch zu verstehen.